Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Talbach. Ja, ihr seht, hier habe ich schon fertig geschwordet. Wir müssen das Heu noch zusammenschworden. Da fahren wir hin. Und zwischendurch setzen wir immer noch die Kalkbude wieder an. Machen das fertig, damit das auch läuft hier. Aber wir müssen auch noch Heu schworden und dann müssen wir Ladewagen vorne. Und pressen. Alles so eins nacheinander, ne? Damit wir das hier fertig kriegen. Und so langsam unsere Futtermittel auch an Stissel kommen, ne? So ist der Plan dahinter, ne? Aber erstmal zu Heu. War wohl nichts, erstmal mit zu Heuweide. Halt mal eben kurz hier an. Weil, den müssen wir auf jeden Fall wieder ansetzen. Da geht kein Weg dran vorbei. Das ist wichtig. Der war oben weiter, ne? Hoffe ich. Da war er. Setzen wir den da fix wieder an und dann können wir heuschworen, ne? Ein bisschen läuft uns ja auch die Zeit davon, ne? Wir müssen ja noch alles kalken, ne? Ja, fast alles 17. Und so haben wir fertig, aber die Wiese müssen wir dann ja auch noch kalken. Kann der dann hier schickifani fertig machen, ne? So wie er Zeit hat. Das ist ja kein Problem, ne? So, und wir fahren zum Heuschwaben. Kannst du dann immer so zwischendurch noch die anderen Tütearbeiten machen, die so anstehen, ne? Muss ja auch erledigt werden, ne? Ab und zu sollst du auch mal einen Fuß von der Kupplung nehmen, dann klappt das auch mit vorne. So, hier langsam rum, ne? Dann läuft der Laden. Dann haben wir da schickifani fertig, ne? Der zieht den Schwader richtig gut, ey. Der 745, der gefällt mir richtig gut, ey. Richtig schöner, kleiner, wendiger Schlepper. Kann ich euch echt nur empfehlen. Ganz ehrlich. Der macht richtig Laune. Er zieht auch richtig gut durch, ne? Klar, merkst du, dass er nur 75 PS hat, aber das ist mir egal, ne? Dann braucht man halt mal 2 Sekunden länger. Ist ja egal, oder? Hier geht's auch gleich hoch, ne? Darf man nicht unterschätzen, ne? Sollte man auch nicht unterschätzen. Na, zum Schwaden reicht's noch und dann fahren wir eben an der Tanke ran, ne? Wenn wir dann schon hier sind. Das ist ein Abwasch. Oh, Doppelman. Zwillinge habt ihr gesehen da? The Twins. Kennt überhaupt noch von euch jemand den Film Twins? Bestimmt, oder? Mit Arnie und Eddie DeVito. Oder wie der auch immer heißt. Danny DeVito heißt er doch, ne? Twins. So. Ja, unser Heu, ne? Ist auch schon schön abgetrocknet. Können wir dann. Oh, er hat die Presse jorgen, ne? Da schicke ich, wenn die vor sind. So ist der Plan. So ist der Plan. Oh, hast die Arbeit beendet? Jo, dann ab zum Hof voll machen und dann fährst du weiter gleich. Oh, kleiner Hoppelweg hier, ne? Da klappt die schon mal auseinander. Lange Rede, gar keinen Sinn, du bist fertig. Viel hast du nicht mehr drin, ne? Dann fahr ich jetzt zum Hof. Zu.
Oder? Warte mal kurz. Wir müssen wo denn noch kolken? 15 auf jeden Fall, ne? Lalalala. Ja, 15 auf jeden Fall. Da müssen wir später kolken. Die 18? Was ist denn denn drauf? Ach so, ja, boom. Dann fahren wir erst. Komm, ist egal. Fahren wir direkt zu 15 erst noch. Kannst du schon mal anfangen. Sind hier noch 3000 Liter drinne? Oh. 3000 Liter drinne. Jetzt aber! Ja, doch, nee, für euch ist besser eine Außenansicht, ne? Sonst werdet ihr da irre mit mir, oder? Wie macht das nichts aus? Ich bin halt gewohnt, einen Track zu spielen, deswegen stört mich das nicht. Aber ich glaube, für euch ist das nicht so angenehm, wenn das auf dem Mond oder auf dem Bildschirm dann immer so hin und her flippert. Deswegen schwaben wir halt in der Außenansicht. Kein Problem, oder? Ein Problem. Wo läuft der Laden? So, das haben wir, das haben wir. Dann das, dann das. Dann läuft's. Komm, du kleiner Kämpfer, jetzt hier bin ich hoch da. Nee, ich schalte nicht runter. Geht ja auch gar nicht. Muss hier in der Gruppe runter. Wir gehen nicht in der Ackergänge. Er zieht halt auch in den ersten Straßengang. Easy peasy. Was läuft mit dem Hobel hier? Na dann, ey, da haben wir aber noch gut zu tun, ne? Pressen und Ladewagen fahren, ja. Ist auch mal nicht so von der Hand zu weisen, ne? Da hast du ja auch noch ganz gut mit Ballen runterholen und jetzt zu tun. Jetzt gleich kommt er. Da, guck mal! Läuft der Laden. Schicke Bilder, ne? Ah, ich lieb das. Das liebe ich auch so auf dem Marsch, ne? Wenn die dann alles so entgegenprottelt und hier und da. Das liebe ich. Das macht schon Laune. So, gleich erst hin, ne? CP-Kurs berechnen. So ist das. Ja, wir kommen da gleich hin, Kollege. Und noch erstmal. Warum? Ach. Böse Falle, Sven. Böse Falle. Jetzt weiß ich auch, warum ich den Fan zurückgeschickt habe, ne? Einer, nein. Ja, muss ich später machen. Ufti Tufti. Nur geschafft, ne? Ist da noch ein Teich sauber gemacht, ey? Da musste ich dann auch so Gas geben, das hat 8 Stunden gedauert, ey, aber... Wohl wegen Unwetter. Und wir hatten Unwetter. Es ist Freitag, wo ich aufnehme. Freitagmorgen, ne? Nein, 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 das war auch wieder so eine Aktion, ne? Utzi futzi. Das merkst du dann am nächsten Tag. Aber jetzt sind die Fichis wieder glücklich und wir haben ein Babykoi.
Zweite Mal. Eigene Nachzucht. Ist auch gar nicht so einfach, das hinzukriegen, ne? Weil wir haben keine Laichbürsten drin, ne? Normal brauchst du ja Laichbürsten da drin und so. Wir haben doch ohne Laichbürste hingekriegt. Bibicore. Die sieht voll cool aus, ey. Muss die Bilder mal vom Handy runter machen, ne? Und dann kann ich die euch mal zeigen. Fichis im Urlaub. Die waren nämlich im Pool. Die haben es gut, ne? Ich glaube, der Pool wird auch nur noch für die Fische benutzt. Sonst ist der direkt wieder abgebaut und weggestellt. Wir haben so einen riesen Pool. Kennt ihr ja bestimmt aus dem Aldi, gab es immer, ne? 4 Meter noch was im Durchmesser und dann so. Wieder 5000 Liter Wasser rein, ne? Aber der ist im Moment nur noch für die Fische da. Ja, das wird ja gar nicht mehr für benutzt. Vor allem im Sommer, wenn es im Brüllen heiß ist, dann gehst du da 2-3 Mal rein. Wenn da 40 Grad draußen sind, dann kannst du genauso gut in eine Badewanne gehen, weil das Wasser da draußen dann auch so warm ist, ne? Ist ja zum Schluss gar keine Abkühlung mehr. Deswegen bleibt der Pool dann, wird dann schön wieder abgebaut und dann kommt er wieder weg, ne? Vor allem macht das Ding nur Arbeit. Hier Chlor, da Pumpe an, dies, das, jenes. Nee. Das ist. Macht dann nur Arbeit. Deswegen kannst du das Ding dann besser abgebaut lassen. Wo tun wir denn unsere Steine nachher? Die sind auch noch weg. Nein, nein, nein. Weiß ich nicht, Junge. Weiß ich wirklich noch nicht, wo wir die hin tun. Wir sollen mal Lucky Lucky machen, ne? Point Plan. Point Plan. So ist das, liebe Leute, ne? Svenny ist heute mal ein bisschen ruhiger. Obwohl bin ich die letzten Tage immer, ne? Also heute habe ich echt keinen Redebedarf. Heute soll es schon wieder Unwetter geben, ne? Der Wetterbericht macht schon an und meine Mama verrückt. Finde ich nicht so lustig. Der Wetterbericht ist ja heute heftig, wa? Habt ihr Moma geguckt? Ich glaube, da können sich einige ganz schön warm anziehen. Und Tornado-Gefahr. Also aufpassen, Leute. Nicht mehr vor die Tür gehen, wenn ihr dieses Video guckt, ne? Zumindest nicht da, wo es angesagt ist. Heftig. Heftig. Und immer die Fernseher und die Radio anlassen, hat er gesagt, ne? Von wegen. Komm. Da können wir uns noch warm anziehen. Das geht nicht so easy peasy. Ja, gestern konntest du sehen, wie auf Nachbars Acker da alle durch die Gegend gewurbelt ist. Ich hatte schon so ein P in den Augen, weißt du? So eine Windhose. Nee, lass mal stecken, ne? Brauche ich nicht. Ich wollte mein Zuhause noch ein bisschen behalten, ne? Dem ist wohl so, ne? Kriegst du doch schon mal ein P in den Augen, ey. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, liebe Leute, ich sag aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!